Fahr nicht fort, lern im Ort. Dieses Motto nahmen knapp 30 regionale Firmen zum Anlass, beim Lehrlingsgipfel in Natternbach wieder um potenzielle neue Lehrlinge zu werben. Ja, es ist ja ganz wichtig, dass die Jugendlichen in die Betriebe reinkommen und es ist ja schwer, überall hinzufahren. Hier sind sie alle komprimiert und man sieht auch die verschiedensten Berufe. Sie kommen mit den Firmen ins Gespräch und sehen das, können teilweise die Produkte angreifen, ausprobieren und dann sehen sie, wo sie dann am liebsten dann die Lehre machen möchten. Der Lehrlingsgipfel ist für uns eine einzigartige Chance, mit den jungen Damen und Herren in Kontakt zu kommen. Wir freuen uns, wenn wir die Sparkasse vorstellen können und hoffentlich als guter Ausbildner für junge Menschen zur Verfügung stehen. Das Um und Auf für die Unternehmen, Employer Branding. Denn im Schnitt stehen am Lehrstellenmarkt 40 Suchende rund 180 freien Lehrstellen gegenüber. Die Nachfrage ist nach wie vor enorm nach Lehrlingen und man sieht die Betriebe, die sich da beteiligen. Aus 3 Gemeinden ist also Rekordbeteiligung an Firmen. Es heißt nicht mehr, es kommen keine Jugendlichen nach, gerade in die Betriebe draußen, die engagieren sich nicht mehr. Denen geht es nur um Freizeit. Das finde ich ein totaler Blödsinn. Es ist genau das Gegenteil. Es ist einfach voll klasse, wie engagiert die Jugendlichen sind. Und da braucht uns und unserer Zukunft wirklich nicht bange sein. In Grieskirchen liegt die Arbeitslosenquote bei nur unter 3%. Doch damit die Zahlen auch weiterhin so niedrig bleiben, wird das Thema Berufsorientierung immer wichtiger. Vor allem an Schulen. Denn in Österreich gibt es rund 200 verschiedene Lehrberufe. Berufsorientierung ist jetzt ein eigenes Unterrichtsfach, das die Kinder in der 3. und 4. Klasse haben. Berufsorientierung sind eben solche Veranstaltungen wie der Lehrlingsgipfel. Es sind Betriebsbesichtigungen, dann gibt es die Potenzialanalyse, dann fahren wir auf die Messe nach Wörs, Jugend und Beruf. Also es rennt eigentlich das ganze Jahr. Vor allem mit einer Lehre stehen den Jugendlichen alle Türen offen. Die Karrierechance ist sehr gut, man ist also dann Facharbeiterin oder Facharbeiter. Dann hat man die Möglichkeit, Meisterin oder Meister zu machen. Und mittlerweile ist ja der Meistertitel dem Bachelor gleichgestellt, also sogar mit dem Unterschied, der Bachelor ist nach dem Namen und der Meister vor dem Namen zu platzieren. Also man sieht da schon die Wertigkeit der Karriere mit Lehre, Facharbeit und des Meisters. Und Karrierewege gibt es nach einer Lehre unzählige. Ich mache jetzt halt einmal 3,5 Jahre Lehre und dann kann ich trotzdem dafür entscheiden, ob ich vielleicht in der HTL gehen möchte oder Berufsreife mache. Und dann kann ich theoretisch, wenn ich mich dazu entscheide, trotzdem nur studieren gehen oder einfach eine weitere Ausbildung machen. Da steht mir ja nichts mehr im Wege. Ich habe halt dann eine fertige Ausbildung, ich habe einen Beruf und dann kann ich mich nur weiter dafür entscheiden, was ich dann da möchte. Aber ich bin schon mal sicher in dem Berufsleben drinnen. Also mach auch du Karriere mit einer Lehre vor Ort.